Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, nun Mitte April ist es endlich soweit, dass ich euch meine 5 gelesenen Bücher oder meine ersten 5 gelesenen Bücher dieses Jahres gerne präsentieren möchte. Ich kann euch nicht mal ehrlich gesagt sagen, woran es gelegen hat, dass ich jetzt erst dazu komme, meine 5 gelesenen Bücher zu zeigen. Aber sei es wie es sei, 5 Bücher sind definitiv schon lange zusammengekommen und zu diesen 5 Büchern gesellt sich auch diesmal wieder ein Comic dazu. Denn der ein oder andere, der ja, dieses Format bei mir kennt, weiß, dass ich immer die Comics ein bisschen extra zähle und ja, ich denke, das bietet sich ganz gut an, aber ich denke, wir legen einfach mal los. Bei dem ersten Werk handelt es sich quasi um den zweiten Teil einer Reihe und wer meine Rezension so ein bisschen verfolgt, kann sich vielleicht auch ein Stück weit jetzt schon denken, um welches Werk es sich jetzt handelt. Und zwar handelt es sich um den zweiten Fall von Kommissare Le Floch und der Brunnen der Toten von dem Autoren Jean-François Parot aus dem Plessing Verlag. Wir dürfen natürlich auch in diesem Band wieder den Kommissare Le Floch begleiten und wir deinen zweiten großen Fall quasi ja, löst bzw. Ja, bearbeitet oder hinterherjagt, sage ich mal. Diesmal wird er in das Haus des Grafen de Ruysecq, wenn man ihn so ausspricht, gerufen. Dort wird der ältere Sohn des Grafen tot aufgefunden. Ja, wie das bei Le Floch immer der Fall ist, ist der Anfangstatort ja immer der Ausgangspunkt einer Geschichte und es werden immer weitere Verstrickungen ja, gesponnen. Er deckt immer mehr auf und ja, kommt in immer mehr Widrigkeiten, aber macht sich auch immer mehr einen Namen, sowohl bei seinen Freunden als auch bei seinen Feinden. Was mich an diesen Werken so begeistert ist, zum einen natürlich die Protagonisten, die Jean-François Parot wahnsinnig gut zeichnet. Jedenfalls bleiben sie mir auch jetzt, ich habe das glaube ich Anfang Januar gelesen, sehr, sehr gut in Erinnerung und sie bleiben haften. Und dann gefällt mir auch sehr, dass ja, das ganze Setting, das historische Setting, dass man das Historische quasi mit Hilfe eines Krimis quasi ja, rübergebracht bekommt. Ja, dadurch, dass ich ja bereits eine Rezension zu diesem Video gedreht habe, möchte ich an dieser Stelle gar nicht mehr so viel sagen und sage einfach nur noch, wer noch mehr von meiner Meinung hören möchte, dem verweise ich sehr gerne nochmal auf meine Rezension bzw. auf meine Buchbesprechung, die ich euch sehr gerne nochmal hinter dem i und unten in der Beschreibung noch hinterlassen werde. Nachdem ich Kommissare Le Floch, also den zweiten Fall, beendet habe, habe ich zu einem sehr ja, dünnen Werk gegriffen, wo ich aber ehrlich gesagt im Buchhandel nicht dran vorbeigehen konnte. Zum einen lag es am Thema und zum anderen lag es natürlich auch daran, dass es von einem meiner Lieblingsautoren ja, veröffentlicht wurde. Und wie das so ist mit Lieblingsautoren, in der Regel kann man da, jedenfalls ich, nicht dran vorbeigehen. Und zwar handelt es sich um Carlo Tosinis Am Abend vor dem Meer aus dem Fischer Verlag. Und zwar mit Illustrationen von Dan Williams. Carlo Tosini erzählt uns hier die Geschichte von Flüchtlingen, die ihren Weg quasi aus dem Kriegsgebiet über das Meer in ein sicheres Gebiet versuchen zu gelangen. Grundlage dieses Buches ist dieses Foto, welches durch die Presse ging, wo dieser kleine Junge tot am Strand gefunden wurde, was an sich schon ein sehr bewegendes Bild ist. Aber Carlo Tosini greift die ganze Geschichte nochmal quasi von vorne auf und erzählt uns ein Stück weit die Geschichte, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte. Dabei verwendet er absolut wenig Worte und die Worte werden aber auch nochmal mit Illustrationen, wie gesagt, schon von Dan Williams nochmal unterstrichen. Ich finde, dass Carlo Tosini es immer wieder schafft,
dass man seine eigene Meinung oder seinen eigenen Standpunkt vielleicht ein Stück weit auch nochmal hinterfragt, sich weiter mit dem Thema beschäftigt und dass es einen doch schon wahnsinnig gedanklich und emotionsvoll oder emotional zurücklässt. Auch wenn das Werk jetzt, ich sag mal so zwischen 40 und 60 Seiten hat und für 12 Euro vielleicht nicht unbedingt ein Schnäppchen ist. Aber für mich gehört es zum einen einfach auch in meine Caltrosini-Reihe mit dazu. Aber ich kann euch dieses Werk nur ans Herz legen, es zu lesen. Und ja, die Emotionen, die hier rübergebracht werden, auch nochmal in euer eigenes Herz zu lassen. Und ja, dem Ganzen vielleicht auch ein Stück weit ja, auf euch wirken zu lassen. Ach, Caltrosini am Abend vor dem Meer habe ich zusammen mit der lieben Anne vom Kanal Literaturlärm. Ihren Kanal verlinke ich sehr gerne unten in der Infobox nochmal und sehr gerne auch nochmal hinter dem i. Schaut einfach gerne nochmal bei ihr vorbei. Und zwar habe ich zusammen mit ihr ein Werk gelesen, wo wir beide relativ, ja, nicht viel Hoffnung hatten, aber zu einem Thema gehofft hatten, darüber viel zu lesen. Und zwar geht es darum, wir haben gelesen das Werk Die Säulen der Erde von Ken Follett aus dem Bastel-Lübbe Verlag. Wir begleiten hier dem ja, Steinmetz Tom Bilder zu Anfang und ja, wie die Kathedrale von Kingsbridge errichtet werden soll, beziehungsweise für das Kloster Kingsbridge errichtet werden soll. Ja, es ist für uns beide ein sehr, ja, sehr anstrengende Literatur gewesen. Wir haben uns von dem Werk einfach wesentlich mehr versprochen. Wir waren unzufrieden mit den Protagonisten, mit der Einseitigkeit der Protagonisten, aber auch, dass der Bau der Kathedrale eigentlich nicht die zentrale Rolle gespielt hat, die wir uns erhofft haben, beziehungsweise die wir auch im Vorfeld quasi, ja, uns mitgeteilt worden ist. Aber ich habe mal so drüber nachgedacht, eigentlich kann man dieses Werk gar nicht anders beschreiben, als dass es um den Bau der Kathedrale geht. Weil alles andere wäre vielleicht auch zu viel gespoilert oder kann man nicht kurz und knapp feststellen. Aber im Großen und Ganzen war ich dann doch am Ende sehr unzufrieden mit dem Buch und ich hatte mir da wirklich echt mehr verhofft. Vor allen Dingen, weil man auch immer hört, ja, Die Säulen der Erde ist das Buch, was man vielleicht auch gelesen haben muss. Der Meinung bin ich jetzt auch jetzt, halt, nachdem ich die Lektüre schon eine Weile her, als ich die gelesen habe, doch der Meinung bin, dass man dieses Werk nicht unbedingt gelesen haben muss. Wer noch mehr zu Annes und meiner Meinung hören möchte, wir haben dazu noch ein Video gedreht und auch dieses werde ich euch gerne nochmal in der Infobox und hinter dem i gerne verlinken. Dann könnt ihr da gerne nochmal reingucken und ja, euch berieseln lassen, wie unsere Meinung zu der Säulen der Erde genau ist. Das nächste Werk, was ich euch gerne zeigen möchte, ist ein Rezensionsexemplar, was ich freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe und was ich auf meinem Kanal ebenfalls schon rezensiert habe. Und zwar handelt es sich Niemals ohne Sie von Joseline Rosier aus dem Inselverlag. Ja, wir begegnen hier der Familie Cardinal mit ihren 21 Kindern. Die Cardinals sind quasi eine kleine Gesellschaft in sich und leben sehr abgeschieden in einem, ja, sehr winzigen Dorf, in einem Dorf, was von der Zinkmine quasi lebt. Die Familie Cardinal wird getrieben von der Suche des Vaters nach Zink und, ja, hat schwierige Momente und sogar einen sehr tragischen Moment. Dieser tragische Moment wird, ja, von den verschiedenen Familienmitgliedern berichtet und zwar werden die Ursache, die Gründe und wie es dazu kommen würde, immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, aus der Sicht von verschiedenen Familienmitgliedern, was ich wahnsinnig gelungen finde. Das Buch hat zwar so die eine oder andere Schwäche, aber eine Schwäche, die ich persönlich ja, nicht so schlimm finde und die dennoch das Buch für mich ein sehr gelungenes Werk darstellt und ich kann es euch empfehlen. Und falls ihr noch mehr zu dem Werk oder beziehungsweise zu meiner Meinung wissen wollt,
dann schaut doch mal bei der Rezension vorbei, die ich euch sehr gerne nochmal verlinke in der Infobox und hinter dem i. Bei dem letzten Buch habe ich mich so ein bisschen geärgert. Und zwar, also nicht wegen des Buches, und zwar, weil die Hardcover-Ausgabe von diesem Werk leider irgendwie schon vergriffen war. Und ich hatte es so oft im Buchhandel in der Hand und habe immer gesagt, ach nee, ich warte noch und mein Sub ist ja eh zu groß und mir rennt das schon nicht weg. Weil ich habe den Vorgänger dieses Werkes auch im Hardcover und hätte es einfach schön gefunden, wenn ich es ebenfalls im Hardcover gehabt habe. Aber jetzt ist es, wie es ist und ich habe dieses Hardcover leider nicht mehr finden können. Es war vergriffen, ich habe es nicht gebraucht bekommen. Ja, sei es wie es sei, ich habe trotzdem noch die Taschenbuchausgabe davon gegriffen, ist jetzt auch nicht weiter tragisch, aber es wäre einfach nur ein Ticken schöner gewesen, wenn beide Ausgaben im Hardcover in meinem Bücherregal ja, gestanden hätten. Aber es geht ja eigentlich auch mehr um den Inhalt als um das Äußerliche des Buches. Aber welches Buch rede ich denn? Und zwar rede ich über Astrid Lindgren und Luise Hartung. Ich habe auch gelebt, Briefe einer Freundschaft aus dem Ullenstein Verlag. Und zwar ist dies quasi der Briefwechsel zwischen Astrid Lindgren und Luise Hartung. Beide haben sich bei einer Veranstaltung in Berlin kennengelernt und seitdem eine Freundschaft gepflegt, beziehungsweise einen Briefwechsel gepflegt. Ja, Luise Hartung lebt in Berlin und Astrid Lindgren, wie vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, in Stockholm. Und ja, die tauschen dabei ja Gedankengänge, diskutieren politische Dinge, ja, was man halt eben so in einem Briefwechsel schildert. Was ich sehr, sehr schön fand, ist, dass man unheimlich viel von den Persönlichkeiten dieser beiden Frauen liest, mitbekommt und ja, ein Gefühl auch für diese beiden Frauen entwickelt. Sicherlich ist ein Briefwechsel immer etwas schwerer zu lesen. Man kann jetzt nicht hintereinander weglesen, also kann man schon. Aber ich finde, dass es wesentlich anstrengender ist, einen Briefwechsel zu lesen und dass man ja nicht wirklich aufgenommen wird und an die Hand, also nicht an die Hand genommen wird, aber dass man halt aufgenommen wird und in die Situation reingeführt wird, sondern man ist quasi, man muss ein Stück weit mitdenken, man muss auch sich in die Gedanken der Briefe Schreibenden hineinversetzen und aber das, was man dann am Ende mitkommt, finde ich, lohnt sich definitiv. Ja, ich mochte dieses Werk sehr, sehr gerne. Ich habe zwar eine Weile dran gelesen, aber ich kann euch den Briefwechsel nur empfehlen, vor allen Dingen, wenn man ja Astrid Lindgren vielleicht auch mal von einer anderen Seite kennenlernen möchte und ja, ein Stück weit auch von ihrer Persönlichkeit noch entdecken möchte. Ja, das waren jetzt erstmal meine 5 gelesenen Bücher, die ich in dem letzten Vierteljahr gelesen habe. Und die nächsten warten dann schon, dass ich sie euch in die Kamera halte. Aber bevor ich dieses Video hier beende, möchte ich euch noch zeigen, welchen Comic ich gelesen habe. Und zwar handelt es sich um den zweiten Teil von Der Krieg der Knirpse 1915. Und zwar von den Autoren Regis Hautier und Hartog aus dem Panini Comics Verlag. Ja, wie der eine oder andere weiß, habe ich ja bereits den ersten Teil gelesen, wen wundert's, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht den zweiten gelesen. Aber wir begleiten hier die 5 Freunde, welche sich ja im Ersten Weltkrieg ja in einem Waisenhaus befunden haben und quasi den Anschluss an die Evakuierung ihres Waisenheimes verpasst haben und nun ja ein Stück weit auf sich selbst gestellt sind und ja die Hindernisse, die dabei zu überwinden sind, ja versuchen zu lösen und ja auch ums Überleben zu kämpfen und ja dabei irgendwie ein Stück weit auch erwachsen werden. Ich mag die Zeichnung, ich mag den Stil des Zeichners, ich mag mit welchen Problemen wir konfrontiert werden, aber auch, dass die Kinder einfach auch ein Stück weit Kinder bleiben und dass sie an bestimmte Sachen einfach sehr, sehr naiv rangehen, aber auch
eine Naivität haben, die völlig gerechtfertigt sind. Schließlich sind es Kinder, die ja so an sich schon einen schweren Start ins Leben hatten, aber jetzt noch mehr durch den Krieg ja herausgefordert sind. Und ich begleite die 5 sehr, sehr gerne und bin schon sehr gespannt, was im nächsten Band auf uns zukommt, beziehungsweise auf mich zukommt. Ich mag einfach, dass es sich diesmal um den Ersten Weltkrieg handelt und nicht wie oftmals um den Zweiten Weltkrieg. Also für mich ist der Erste Weltkrieg, ich weiß geschichtlich, was passiert ist und was, welche geschichtlichen Ereignisse da so drumherum, was passiert ist halt einfach. Aber so menschlich habe ich mich mit dem Ersten Weltkrieg einfach noch nicht so intensiv auseinandergesetzt und ich finde, dass der Comic da sehr, sehr gut für mich dazu beiträgt, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und genau. Ja, ich kann euch die Reihe nur empfehlen. Also den ersten Band und den zweiten Band, den ich bisher gelesen habe, den mochte ich wahnsinnig gerne. Und falls ihr gerne Comics lest, dann schaut euch doch mal Der Krieg der Knirpse an. Dann war es das nun. Und ich würde mich interessieren, ob ihr eins der Werke kennt, die ich euch nun gezeigt habe, die ich das erste Vierteljahr gelesen habe und wie eure Meinung dazu ist. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden anderen Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar und ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut bis dahin. Tschüss!